Er kann sich selbst eingraben. Das hier ist ein Verstellschild. Hier sind zwei Schrauben. Das Schild kann nach unten geklappt werden und innerhalb von 20 Minuten gräbt sich der Panzer selbst ein bis zum Turm. Um das Ding wieder hochzugeben, wird hier ein Brecheisen durch das Nadelöhr durchgesteckt und dann wird das Ganze hochgehoben und festgeschraubt. Das Schild dient als Zusatzpanzerung und auf diesem Panzer wurde auch oben noch eine zusätzliche Panzerplatte angeschweißt. So dick ist das. Er wiegt 41 Tonnen. Übrigens ist es ein direkter Nachfahre des legendären T-34, der nur 26 Tonnen wog. Das ist nur zur Allgemeinbildung. Hier ist unser heutiger Held. Er hat sogar einen Eigennamen. Ural. Zunächst wie üblich etwas Geschichte. Alles begann Anfang der 1960er Jahre, als im Konstruktionsbüro der Charkower Maschinenbaufabrik der Panzer T-64 entwickelt wurde. Es wurde eine ausgezeichnete Maschine, aber sie wurde sehr teuer und sehr komplex. Ein paar Besonderheiten machten den T-64 sehr schwierig zum Herstellen während eines Krieges, aber darüber etwas später. Daher begann in der Ural-Wagon-Zavod-Fabrik die Entwicklung eines eigenen Panzers auf Basis des T-64. Viele Basissachen, die sich in der sowjetischen Panzerbauschule bewährten, blieben auch beim T-64 und T-72 unverändert. Die Panzerwanne wurde aus dicken Panzerplatten, die zusammengeschweißt und mit Verbundpanzerung versehen wurden, hergestellt. An der Front laufen zwei Panzerplatten in einem Keil zusammen. Die obere Platte hat einen Neigungswinkel von 68 Grad, die untere 60 Grad. Verbundpanzerung bedeutet, dass sie aus verschiedenen Schichten von Materialien besteht, die einen möglichst weitreichenden Schutz gegen verschiedene panzerbrechende Munition gewährleisten sollen. Die Sowjetunion setzte das als erstes weltweit in einen Serienpanzer ein. Die Verbundpanzerung haben die Sowjets auf dem T-64-Panzer zuerst eingesetzt, dann auf dem T-72. Die oberste Panzerplatte hat 80 mm Dicke. Danach kommen 104 mm Komposit in zwei Platten zu je 52 mm. Dann kommt noch eine 20 mm dicke Panzerplatte aus Stahl. Die untere Wannenplatte ist 85 mm dick. Die Seitenpanzerplatten stehen senkrecht und haben eine 80 mm dicke vorne und 70 mm dicke beim Motorraum hinten. Der Turm. Man möchte meinen, dass hier alles einfach ist. Falsch gedacht. Der ist zwar gegossen, aber innen drin gibt es ein Geheimnis. Im Turm wurden spezielle Abwehrpakete integriert. Ich sollte vielleicht versuchen zu erklären, wozu diese Verbundpanzerung gut sein soll. Das panzerbrechende Geschoss aus Wolfram oder Uran durchbricht die erste Panzerplatte und wird dabei verformt und leicht abgelenkt. Wenn das KE-Geschoss dann in die weicheren Schichten kommt, wird die Ablenkung durch die veränderte Form noch stärker. Dann trifft es wieder auf harte Schichten und wird aufgehalten. Ungefähr das gleiche geschieht mit einer Hohlladung. Sie wird in den weicheren Schichten stärker verstreut und verliert ihre Wirkung. Hoffentlich habe ich das richtig und für jeden verständlich erklärt.
Doch die für den Export bestimmte Panzer bekamen nur einfache aus Stahl gegossene Türme, die einfach zum Durchschlagen sind. Und das hier und das hier und das, das ist alles Schutz gegen Radioaktivität. Diese Maschine stammt aus den Anfang 1980er Jahre, eine recht frühe Variante. Es ist die Basiskonfiguration. Diese konnte, je nach Bedarf, mit zusätzlichem Schutz und Ausrüstung versehen werden. Auch Blöcke der Reaktivpanzerung können angehängt werden. Hier ist auch der Turm verstärkt worden. Der Kettenantrieb. Die Kette umläuft die gesamte Panzerwanne an der Seite. Je Seite gibt es zwei Räder mit Verzahnung. Das hintere ist das Antriebsrad und das vordere ist das Leitrad mit Kettenspannmechanismus. Die großen da unten nennt man Laufrollen. Die Laufrollen tragen das Gewicht und dienen der Federung des Fahrzeugs. Die Stützrollen stützen den Rücklauf der Kette. Die Federung erfolgt mittels Drehstäbe. Je Seite gibt es drei hydraulische Stoßdämpfer. Von außen nicht sichtbar, aber ich kann es euch erzählen. Jede Laufrolle hat ihren eigenen Drehstab. Für 12 Laufrollen hat man also 12 Drehstäbe. Und die sind versetzt angeordnet. Auf der linken Seite sind die Drehstäbe um 112 mm weiter vorn gelegen als auf der rechten. Das Fahrwerk des Panzers wurde neu entwickelt auf der Basis der bereits existierenden. Das Fahrwerk des T-64 galt als weniger zuverlässig. Anstatt des umstrittenen 2-Takt-Boxer-Dieselmotor des T-64 wurde ein konventioneller 4-Takt-Diesel gewählt. Jetzt ist es an der Zeit, da hochzusteigen. Ob ich das noch schaffe? Der kompakte Motor des T-64 war einfach zu anfällig. Besonders das Starten bei Kälte war immer problematisch und überdeckte alle seine Vorteile. Auch die Reparatur und Wartung des T-64 Motor sorgte immer für Probleme. Ganz was anderes ist dieser W46, ein V12 Dieselmotor, eine Weiterentwicklung des T-34 Motors. Der Motor hat eine V-Anordnung der Zylinder. Er ist ein Viertakter Diesel. Der Hubraum beträgt ungefähr 39 Liter. Die Leistung beträgt 780 PS bei 2000 Umdrehungen pro Minute. Der maximale Drehmoment liegt bei über 3000 Newtonmeter bei 1400 Umdrehungen pro Minute. Die Höchstdrehzahl 2300. Der Motor verträgt fast jeden Treibstoff, außer Diesel, Benzin jeder Qualität. Runter bis auf 66 Oktan und sogar Flugbenzin, auch jeder Qualität. Jetzt steigen wir in den Turm. Schade, dass dieser demilitarisiert wurde. Trotzdem kommt man in den Genuss der Bewegungsfreiheit da drin. Es geht. Dreimann Besatzung. Der Fahrer sitzt vorne, der Richtschütze sitzt links im Turm und ein Panzerkommandant, der auch die Funktion des Ladeschützen übernimmt, falls die Munition in der Ladetrommel verbraucht wird. Sieht geräumig aus, doch der Eindruck täuscht, denn hier wurde vieles ausgebaut. Die Ladetrommel liegt normalerweise da unten. Die Granaten sind im Kreis angeordnet. Der Ladeautomat besteht aus dem Transport-, Hebe- und dem Ansetzmechanismus. Und die Auswurfanlage der Patronenböden. Beim T-64 stehen die Granaten senkrecht.
Deswegen hat der T-72 etwas höhere Überlebenschancen bei einem Treffer. Um beim T-64 zum Fahrerplatz durchzuklettern, muss man mehrere Munitionscontainer demontieren. Hier kann man auch so durchklettern, um diese Luke da hinten zu benutzen. Hier ist Platz für zusätzliche Treibladungen. Wenn die in der Ladetrommel verbraucht werden, kann der Panzerkommandant diese manuell auffüllen. Und da vorne hat er zusätzliche Container. Hier sieht man die Drehstäbe. Der ist für die rechte Seite und der etwas weiter für die linke Seite. Jetzt muss ich den Turm etwas nach rechts drehen, um zum Fahrerplatz durch die Luke zu kommen. Als Hauptbewaffnung hat der T-72 eine 125mm Glattrohrkanone D81TM. Koaxiales MG 7,62mm PKT. Zur Flugabwehr wurde ein 12,7mm MG NSVT Utyos verwendet, auf einem Drehgestell. Die Schussweite der Kanone beträgt bis zu 9,4 Kilometer. Der Munitionsvorrat beträgt 39 Schuss, davon sind 22 in der Ladetrommel. Der Rest muss manuell nachgeladen werden. Es gibt KE, Hohlladung und Sprenggeschosse. So, ich ziehe mir den Schutzhelm an. Ich habe ja nur einen Kopf. So, jetzt rein da. Oh Gott, ist das eng. Also, was haben wir hier? Rechts ist der Gangschalthebel. Der neutrale Gang ist drin. Die Anfahrtsbremse ist drin. Der Panzer darf nur mit der Anfahrtsbremse angelassen werden, sonst gibt es einen Sprung nach vorn. Erst mache ich die Spannung an. Dann wird die Treibstoffpumpe angemacht. Für 10 Sekunden. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Öldruck wird bis auf 5 gesteigert. Dann wird der Motor gestartet. Los geht's! Das Getriebe des Panzers besteht aus zwei Blöcken und beinhaltet hydraulisches Lenksystem. Es schließt zwei Planetengetrieben an den Seiten ein. Eine Untersetzungsschaltung ist in den gleichen Block integriert. Es ist also ein Getriebe jeweils links und rechts angeordnet. Die Steuerung geschieht wie in einem normalen Panzer mittels zwei Hebel. Je stärker man an einem Hebel zieht, umso langsamer wird die entsprechende Kette und der Panzer fängt an zu drehen. Und wenn man ganz stark zieht, dann wird die Kette blockiert und der Panzer dreht auf der Stelle. Die Höchstgeschwindigkeit des Panzers beträgt auf befestigten Straßen ca. 60 km/h, auf unbefestigten je nachdem, wie gut drauf der Fahrer ist. Der Treibstoffverbrauch lässt sich schwer beschreiben.
Beim Panzer drückt man es eher mit Reichweite aus. Bei diesem hier sollte die Reichweite auf befestigten Straßen 600 km betragen. Auf unbefestigten Straßen sinkt die Reichweite bis auf 320 km, weil der Verbrauch steigt. Mit zusätzlichen Außentanks steigt der Treibstoffvorrat bis auf 1600 Liter. Wichtig ist, dass man die Luke verriegelt, wenn sie offen ist, sonst haut sie einem den Kopf weg. Die Angst ist trotzdem da, aber man sollte sich hier zusammenreißen. Auch auf das Rohr sollte man aufpassen. Die Übersicht ist hier gut, sogar durch Triplex. Fazit. Der T-72 wurde zu einem der zahlreichsten sowjetischen Panzer. Entwickelt und gebaut wurde er in der Fabrik Uralwagonzavod in der Stadt Nizhny Tagil und in der Stadt Chelyabinsk von 1974 bis 1992. Durch die ständigen Verbesserungen und Weiterentwicklungen konnte er lange Zeit aktuell bleiben. Es gibt über 30 verschiedene Variationen von T-72. Sogar der T-90 ist eine Weiterentwicklung des T-72. Sehr viele Länder haben den T-72 in Lizenz gebaut und setzen ihn bis heute ein. Ob die Zeit der Panzer vorbei ist, werden wir sehen. Vielleicht werden sie automatisiert in der Zukunft. Momentan steuern Panzer noch Menschen.